Wir waren die letzten Tage hier am Testen, nicht nur auf der Nordschleife, auf vielen anderen Rennstrecken. Das merkt bei dem neuen Panamera auch auf jedem Meter an. Wir hatten das Ziel, die Bandbreite dieses Fahrzeugs deutlich zu erhöhen. Das heißt, auf der einen Seite die komfortable Reiselimousine weiterzuentwickeln. Auf der anderen Seite ging es uns um Sportlichkeit. Es ist ein Sportwagen, der entsprechend Performance beweisen muss. Und deswegen sind wir heute hier am Nürburgring. Die Performance dieses Fahrzeugs lebt von der Leistung des Motors. Wir haben eine deutlich gesteigerte Motorleistung. Beim bekannten 4 Liter V8-Motor haben wir 80 PS draufgelegt, 630 PS erreicht, plus 50 Newtonmeter und top im gesamten Drehzahlband. Gleichzeitig sind die Fahrwerkssysteme in wesentlichen Bauteilen, aber auch die gesamte Systemabstimmung weiter optimiert. Um auf der Nordschleife schneller zu sein, besser zu sein, da muss man im Fahrwerk einiges tun, um den Grenzbereich noch weiter zu erhöhen. Wir haben neue Sportreifen entwickelt für dieses Fahrzeug. Wir haben die Fahrwerkssysteme überarbeitet, insbesondere den Bereich der maximalen Querbeschleunigung. Meter, dass das Auto konsequent mehr Richtung Rundstrecke, mehr Richtung maximaler Querbeschleunigung entwickelt wurde. Das macht es natürlich ziemlich einfach, hier auf der Nordschleife auch schnell zu fahren. Nebenher fährt man ja ab und zu ein bisschen auf Zeit und das Ergebnis kann sich, glaube ich, durchaus sehen lassen. Wir haben eine sensationelle Rundenzeit. Deswegen mein wirklicher Dank an das gesamte Team des Panameras. Das war nur durch eine super Teamleistung letztlich erreichbar. Die Jungs vom Fahrwerk und vom Antrieb haben hier wirklich ihre Hausaufgaben gemacht. Ja, das ist das Resultat davon. Es ist halt so, wenn es hier oben funktioniert, funktioniert es überall.